Ja, moin ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zu den sechsten Wochenhighlights in diesem Jahr. Wir haben super geiles Wetter. Ich musste tatsächlich die Jalousie runtermachen. Man sieht das hier auch noch so ein bisschen. Nach dem Intro geht's los und ich habe euch heute ganz, ganz viel zum Thema Innenausbau bzw. Ausstattung mitgebracht. Viel Spaß, bis gleich. Ja, ihr Lieben, wie ich schon sagte, die Sonne ist heute richtig, richtig geil. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber hier so in dem Bereich Höxter, Kreis Höxter, ist super geiles Wetter. Ich habe übrigens gestern den Christian besucht, den Handwerker. Und wir haben zusammen bei mir auf dem Dach jetzt endlich die PV-Anlage schön obendrauf angebaut. Im Moment wirft das Ding schattig mal eben schnell 20 Watt und lädt schön mein Batteriechen voll. Super begeistert. Ich werde da auf jeden Fall die Tage noch ein Video für reinschneiden. Wird nichts Großes, nichts Langes, aber das muss auf jeden Fall mit rein, weil es funktioniert absolut geil. Aber gut, kommen wir mal zu unserem ersten Kandidaten und zwar ist das Tracking Life. Tracking Life gibt es schon eine ganze, ganze Weile auf YouTube und er hat auch schon einige Videos am Start. Und er baut momentan gerade einen VW Bulli aus und dieser Bulli wird jetzt gefilzt. Gut, wird sich jemand sagen, ja, filzen kennen wir. Trotz alledem, schaut es euch einfach mal an. Super witzig gemacht. Ich mag den Typ. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei. Alles klar, ihr Lieben, bis gleich. Tschüssi. Freunde der Nacht, neues Video, neues Glück. Neues Glück? Ja, Glück, dass ihr Tracking Life gucken könnt. Ihr verpasst das Video nicht fantastisch. Heute geht es ums Filzen und zwar bei Ihmchen, bei Hubi. Wir sind in der Garage von meinen Eltern, das ist praktisch, weil Wetter ist nicht gut. Dann nutzen wir das Ganze mal aus, indem sie zugucken, dran sind. Hier wird Lärm gemacht. Erstmal müssen wir das Auto ausräumen und dann legen wir los. Das Auto ist leer. Wir haben hier so einen alten Teppich drin, damit wir halt, wenn wir arbeiten, noch nicht auf dem neu verlegten Boden rumtrampeln. Wisst ihr? Wisst ihr Bescheid? Was wir jetzt machen ist, diese ganzen Karosserieholme, auch in der Heckklappe filzen, zeige ich euch gleich immer noch mal im Detail. Eigentlich soll es einfach sein. Wir haben Besprühkleber, das ist ein Kontaktkleber, sprich wir müssen einmal die Karosserieteile mit Kleber besprühen und den Filz selber mit Kleber und dann soll er kleben und das ist so ein Vier-Wege-Stretch-Gedöns-Filz. Das heißt, es sollte auch relativ einfach sein, den in diese ganzen Rundungen, ihr wisst ja, ne, so ein Auto ist ja nicht gerade, in diese Rundungen reinzuziehen. Gucken wir mal, das ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Ich glaube, das kriegen wir hin. Aber ihr wisst das ja auch, wir haben keine Ahnung, was wir hier tun. Wenn es schief geht, ist es halt so, aber passt schon. Kleiner Zeitsprung. Der Baustrahler ist an. So, wir haben das jetzt hier alles so ausgeschnitten, rund ums Fenster. Ein paar Stellen sind ein bisschen unsauber geworden. Da oben, und direkt an der Kante zur Gummilichtung. Da fummel ich jetzt noch so ein bisschen Filz mit rein und dann sieht man das auch nicht mehr. Und dann, ihr seht schon, hier oben an der Kante ist geschnitten. Aus. Zufrieden soweit. Natürlich nur die anderen Seiten, das machen wir auch morgen. Ja, bei der Filzaktion bei mir am Transit ist natürlich auch einiges schief gegangen und natürlich geht auch bei anderen Leuten einiges schief, beziehungsweise sieht komisch aus oder wirft Falten, der Kleber haftet nicht richtig. Alles Murks, vollkommen egal. Scheiß Wurst egal. Ihr habt es selber gemacht. Ihr habt es nicht von der Stange gekauft und alles ist geil. Jo. Genauso wie der Roman Merz. Der Roman Merz baut oder hat einen Camper ausgebaut und jetzt zeigt er uns gerade aktuell in seinem nächsten letzten Video, was für einen Stromverbrauch er überhaupt hat, was er alles an Stromverbrauchern da überhaupt eingebaut hat in dem Wagen. Drei Stromkreise, eine Alexa ist mit verbaut, ein Warmwasserboiler, der ist genauso geil ausgestattet wie manch anderer zu Hause mit dem Auto. Also schaut es euch einfach mal an. Roman Merz. Moin, willkommen zum nächsten Video. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich zeige euch einfach mal die komplette Elektrik bei uns im Fahrzeug, den Stromverbrauch, was wir so an Leistung mit der PV-Anlage, was wir so tagsüber erwirtschaften und auch so an allgemein Strom verbrauchen, was wenn wir halt mit dem Fahrzeug unterwegs sind. Und da waren wir aber bei knapp 250 Kilowatt. Und ja, da haben halt einige gefragt, wie wir auf 250 Kilowatt
zusammenkommen in einem Reisemobil oder halt in einem DIY-Camper vor allem. Und ja, da wollte ich euch das mal zeigen. Einmal die 12-Volt-Anlage und einmal die 230-Volt-Anlage und die 24-Volt-Anlage. Also wir haben insgesamt drei Kreise. Die Heizelemente bei uns sind auf 24 Volt, bis auf die Fußbodenheizung, die ist bei 230 Volt. Eine Fußbodenheizung. Fußbodenheizung im Bulli, im Camper. Boah, schick, richtig, richtig schick. Auch das Interieur, wie sich das so schimpft, auch super schön gemacht. Krass, richtig, richtig krass geil. Wow. Dritter Kandidat, das sind Max und Mike. Die beiden haben einen Crafter ausgebaut. Und jetzt geht es um das Thema, habe ich schon oft gelesen, sieht man auch in ganz, ganz vielen Facebook-Gruppen, IKEA. IKEA-Hacks für einen Camper. Ja, die beiden haben eine IKEA-Küche eingebaut. Super Idee, mit Apothekerschränkchen, mit Ausziehschublade. Max und Mike, schaut es euch einfach mal an. Hallo, wir sind's wieder, Max und Mike. Wir haben lange nichts mehr von uns hören lassen. Heute das Thema IKEA-Küche, ja, nein, entscheidet das für euch. Wir zeigen euch heute, wie wir die Küche gebaut haben, was wir alles dazu gebraucht und gemacht haben, welche Teile wir kaufen mussten. Und ganz besonderen Dank gilt noch ein Mann. Ja, lieber Carsten, vielen Dank. Die Küche hast du super mit uns zusammengebaut. Also war auch ein Handwerker mit bei, der uns dabei sehr gut geholfen hat. Wir haben Küchenmöbel von IKEA gekauft, die Serie Method, und haben im Grunde genommen hier einen Apothekerschrank verbaut, 60 tief, 20 breit. Dann haben wir zwei 40er Schränke, also 40 tief, zwei Auszügeschränke, auch Serie Method gekauft. Dann Waschbecken von Amazon gekauft, gleichzeitig mit dem Wasserhahn direkt drin. Dann haben wir hier von Amazon, ein bisschen staubig, ne, von der ganzen Handwerkerei, haben wir ein Ceranfeld, zwei Platten gekauft. Warum Ceranfeld? Das kommen wir mal später zu. Bucheplatte, Buche von Hagebau geholt. Das heißt also, die wurde zugesägt. Das hat unser lieber Carsten dann gemacht. Der hat uns dann sehr schön die Buchplatte zurechtgesägt. Das habe ich nicht, da braucht man schon Tischlerwerkzeug für das Ganze. Und so ist die IKEA-Küche im Crafter, im Camper fertig. Also ganz einfach, und wir sind, glaube ich, max unter 400 Euro geblieben. Ich glaube, so in dem Dreh waren wir. Wow, finde ich toll. Finde ich super, super toll. Da finde ich wirklich super toll, haben sie echt klasse ausgebaut. Und klar, ist immer wieder geil, wenn man noch jemanden mit an der Hand hat, der einem helfen kann, wenn man jemanden an der Hand hat, der Schreiner ist, sowieso nicht unbedingt, ich sag mal, zwei linke Hände mit überall Daumen dran. Finde ich klasse, und also da gibt es für mich definitiv ein Fleißbienchen für. Okay, ein Fleißbienchen. Kommen wir mal zu was anderem, und zwar zu diesem hier. Und zwar geht es um das hier. Sekunde. Jawohl. Das Camper Camp. Social Media Event. Und ich bin immer noch super begeistert von der Idee. Findet statt vom 9. bis zum 11. September 2022, und zwar in Hameln, schön in Niedersachsen, so mittendrin statt nur dabei. Und schaut euch einfach nochmal die Internetseite, den YouTube-Kanal und auch den Insta-Kanal an. Ich verlinke das natürlich logischerweise wie die anderen Videos auch wieder in meiner Videobeschreibung. Ich bin immer noch hart begeistert von der Idee und ich freue mich wahnsinnig drauf. Und es gibt was Neues auf dem Kanal zu sehen, ein neues Video. Und schaut doch einfach mal. Lasst ein bisschen Klicks da, lasst ein bisschen Abos da. Ist eine geile Idee. Ich freue mich. Alles klar. So, ihr Lieben, das war mein Wochenhighlight für diese Woche. Es ist jetzt eigentlich an der Zeit, dass ich nach draußen gehe und ein bisschen Sonne tanke. So Vitamine und so ein Krams. Empfehle ich euch auch. Und jetzt höre ich mich schon langsam an wie Peter Lustig. Also, nicht abschalten. In meiner Beschreibung die Links anklicken und euch einfach mal die Videos anschauen. Daumen hoch da lassen und vielleicht noch ein Abo, falls es euch gefällt. Alles klar. Ihr Lieben, einen schönen Sonntag noch, einen schönen Start in die neue Woche. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund, haltet euch gesund. Und dann sehen wir uns irgendwann im Laufe der Woche und zum Wochenende wieder. Alles klar. Ihr Lieben, macht's gut. Bis denn dann. Tschüssi.